Moin, sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Phantom Doctrine. Ja, wir sind hier mitten in irgendwelchen Operationen und sind ja eigentlich kurz davor, glaube ich, hier die Fracht ausfindig zu machen. So, wir brauchen mal eine Pinnwand. Die CIA Special Concepts Division. Mal sehen, was haben wir denn da? Übersicht: Nicht tödliche Schallwaffe, um Gehör- und Gleichgewichtssinn langfristig zu schädigen. Die Special Concepts Division, nein, hat ein Gerät entwickelt, welches einen hochfrequenten Strahl aus fokussierten Schallwellen freisetzt. Das Signal ist für Menschen unhörbar und verursacht Übelkeit, Schwindel und langfristigen Gehörverlust. Zu den Testeinsätzen gehört die Schikanierung von Agenten der Schickeria. Über 8 Wochen, geschwärzt, berichteten später in internen Nachrichten NSH Abhörkenntnisse über die Angriffe. Ein Ort. Übersicht. Falsches Impfprogramm in Geschwärzt mit dem Ziel, Informationen über mögliche Verwandte eines bekannten Ziels der CIA zutage zu fördern. Beschreibung. Die Special Concepts Division beauftragt im Einsatzgebiet des Berghauses, ein falsches Impfprogramm vorzubereiten, um die Suche nach einem bekannten sowjetischen Informanten unter Verschluss zu unterstützen. Blutproben von 600 Kindern wurden für DNA-Tests gesammelt, um den möglichen Aufenthaltsort des Informanten festzustellen. Ja, diese Programme gab es tatsächlich. Und gibt es wahrscheinlich auch noch die Mafia. Na, die Mafia wird mit der Schickeria vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, oder? Weiß ich nicht. Na, guck mal. Die Indigos und die Armada. Hier haben wir wieder Zimmer 65 und Merkur 8. Wir schauen mal rein. Verschwinden von Revolver. 10 Uhr. Revolver taucht nicht zur. Ah, das kennen wir doch auch schon, ne? Einrichtung von dem Lauffeuer auf. Verpasst das Treffen mit Stellvertretern der Armada. Tätigte mehrere Anrufe. Schickte. Eine Überprüfung der Nummernschilder, die ergab, von Killerwahl wurde das Auto gemietet. Ein zusätzliches Team wurde geschickt, um den Bereich des Angriffs abzusuchen. Mehrere Gegenstände aus dem persönlichen Besitz von Revolver wurden gefunden. 15:48 Uhr. Wir konnten herausfinden, dass Revolver sich am Abend vorher mit Geschwärz traf. Im Moment wird angenommen, dass Revolver von feindlichen Kräften entführt wurde. Oh nein! Ja, vielleicht sollten wir Revolver befreien. So. Das Lauffeuer, Revolver, Killerwahl haben wir hier. Da bin ich ja mal gespannt, worum es hier gehen wird. Im Endeffekt. So, was haben wir hier? Es hat Ping-Pong und Klingeling gemacht. Eine Beholderzelle und das MI6-Versteck sind beide hier. Interessante Frage, wollen wir erst die Zelle neutralisieren oder erst das Versteck uns schnappen? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Bull und Magnate können das übernehmen. Die sind gleich nebenan in Berlin. So, haben wir Geld? Wir haben ein bisschen Geld. Laborplatz brauchen wir nicht. Personallokalisierung wäre schon ganz toll. Überwachung vielleicht auch, falls wir mal wieder eine Zelle aktiv haben. Crewquartier, teuer. Neue Identitäten sind günstiger. Das wäre eine gute Investition. Ja, ich denke, wir nehmen hier die Personenlokalisierung für den Anfang. Hübsch teuer. So, wen haben wir denn hier? Schütze und Marlin könnten dahin. Da sage ich doch, warum nicht? Ach du Scheiße, da hinten haben wir auch noch was. Was
Dauert natürlich, bis sie da sind. So, Säge und Kaustik haben hier eine Operation gestört. Exzellent. So, das MI6-Versteck haben wir aufgeklärt. Ich würde aber sagen, wir spionieren hier auch gleich die Beholder-Zelle aus. Boah, was ist denn hier wieder los? So, Schütze Marlin. Kaustik und Säge. Wir brauchen echt mehr Agenten. Und hier ist auch wirklich was. Ich krieg zu viel. So, dann müssen wir halt doch die Leute aus Q-Geschäft hier ranholen. Eispickel sollte es nämlich eigentlich in der Krankenstation sein. Wo steht denn hier, wie viele Lebenspunkte der gute Mann hat? Im Moment. Keine Ahnung. Das sehen wir scheinbar nur in der Krankenstation. So, kann ich hier. Nee. So, Personenlokalisierung haben wir. Dann brauchen wir natürlich noch Personenüberwachung. So, hier oben ist nichts los. Das heißt, die können, beiden können mal zur Basis zurückkommen. Zum Glück war da nichts los. So, taktische Aufklärung Glasgow haben wir durch. So, dann schauen wir mal. Das MI6-Versteck können wir mit 4 Leuten nur angreifen. Die Beholderzelle mit 6 wieder. 6 Leute haben wir im Moment nicht, also muss das Versteck dran glauben. Da muss ich mir gleich mal Gedanken machen, wen ich mitnehmen möchte. Also, Jin und Jonas sind sowieso schon da. Und dann könnten wir Schiene, oh, was kann der? Talentanalyse und Waffenexperte. Dann könnten wir Schiene und Eispicke mitnehmen. Wir haben allerdings noch einen Schalldämpfer mehr. Den sollten wir vielleicht echt ausnutzen. Beschäftigt. Wir könnten Sickle und Indigo mitnehmen. Ja, ausrüsten können wir die dann auch im Bildschirm. Das scheint eine gute Wahl zu sein, die beiden mitzunehmen. Thank you.
Das können wir aber erst, wenn die angekommen sind. Aber wo fliegen die beiden eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Okay, sehr schön. Die sind, glaube ich, im Hauptquartier, ne? Nee. Ach, sind das hier Sickle und Indigo? Ach, scheiße, es dauert natürlich noch ein bisschen, ehe die da sind. Nicht weiter schlimm. Wir warten so lange. Der Rest hier läuft ja nicht weg. Hoffe ich. Neue Informationen zur CIA Special Concepts Division. Eine Sammlung von Geheimdokumenten über die Technologien der Special Concepts Division der CIA, einer streng geheimen Abteilung der Agentur, die im Schatten Forschung und Experimente durchführt. Scheinbar wird eine Menge dieser Technologie weltweit von Beholder-Agenten eingesetzt. Dann schauen wir doch mal, was wir haben. Die drei Achsen, Albion, Fate, Schwindler. Nope. Strahlenden Schickeria, die drei Achsen. Aha. Ja, haben wir also. Waren hier nicht die Strahlenden dabei? Ich dachte. Scheinbar nicht. Aber die drei Achsen, das war's. So, Albion, Fate, Schwindler. Nope, 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 nope. Also die Mafia scheint es bisher nicht zu sein. Wir haben die Wiederherstellung und Untersuchung des geschredderten Papiers abgeschlossen, das Nachthund in Geschwärz sichergestellt haben. Wie wir gehofft hatten, sind es Aufzeichnungen über die Verkäufe der blauen GIs, da haben wir es auch. Die meisten davon sind erwartungsgemäß nutzlos, aber ein wichtiger Teil zeigt Verkäufe von Servern an ein einzelnes Unternehmen namens C3. Ich hätte jetzt gedacht Colossus Computers, aber die haben nur zwei Cs. Die an abgelegenen Orten auf der ganzen Welt Immobilien aufkauft. Achso, das machen wir mal hier. Doch, das ist Colossus Computers Corporation heißen die nämlich. Na, da haben wir es doch. Hallo, Colossus. So, die blauen GIs sind hier drüben nicht. So, Nachthund. Okay. Wir konnten bestätigen, dass Abaddon tatsächlich für die Samariter arbeitete. Am ersten Ort befinden sich bekannte Zellen der Pressung, der Pressegang. Ist das eine Pressegang? Und soll Verbindungen zu Geschwärzt haben. Pressegang, Samariter und Abaddon. Da können wir auch noch gar nichts anfangen. Also abgesehen davon, dass wir die Samariter halt hier drüben hinsetzen können. Aber ich habe echt Colossus im Verdacht. Ja, die Merkur 8 und Zimmer 65 können wir noch nirgendwo zuordnen. Und einen Ort brauchen wir halt irgendwie noch. Mal sehen, wo wir den herbekommen. Oha, oha. So, was ich noch machen wollte. Yeah, so, nice Pikachina. Auf geht's. Wen können wir hier hinschicken? Magnate und Ghoul, das passt. So, und Indigo und Sickle dürften gleich da sein. So, 2000 haben wir. MK Ultra soll nicht so geil sein, habe ich gehört. Würde ich natürlich ansonsten... Schalten wir irgendwann frei, hat aber im Moment keine Priorität bei mir.
Ausbaulabor, Ausbauwerkstatt, Crewquartier, ja, neue Identitäten. Das können wir uns auch bald leisten. Jetzt zum Beispiel. Können wir ja demnächst vielleicht tatsächlich brauchen. So, da sind sie. Beide gelandet. Und jetzt überlege ich gerade, wir sind schon eine Viertelstunde drin. Das wird eine Story-Mission beim nächsten Mal. Und die sind jetzt ohne Ausrüstung hier. Achso, die Waffenverbesserungen dürften aber drauf sein. Ja, ich würde sagen, wir machen heute eine kurze Folge, Jungs und Mädels. Wir sind über eine Viertelstunde drüber. Das ist so, 16 Minuten sind für mich so die Untergrenze. Und dann machen wir genau hier an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Oder wir machen es noch anders. Wen haben wir denn hier zur Verfügung? Ja, Kaustik kann das machen. Ne, dadurch, dass sie nicht vor Ort sind, aber wir die halt trotzdem benutzen können, finde ich schon ein bisschen komisch. Der Pornobauarbeiter, den benutzen wir wieder, auf jeden Fall. So, man reiche mir Ausrüstung. Wer bekommt die? Indigo, würde ich sagen. Ist eine von den beiden Empath? Ich glaube nämlich nicht, ne? Blendlaser Masochist, nee. So, da kann Jonas hier nämlich mit schwerer Bewaffnung auf jeden Fall reingehen. Jin geht, ja, medium bewaffnet rein, sage ich mal. Kodiak muss diese Mission durchführen. Aktuelle Aktivität wird abgebrochen. Ach, der muss sogar. Okay. Dann klicken wir mal auf Start. Das Hastings-Vorhaben, Glasgow, die Fracht der Verschwörung auf der HMS Conqueror ist sicher im Vereinigten Königreich angelangt und wurde zu einem MI6-Versteck gebracht. Wir gehen davon aus, dass der Feind sie sich wiederholen will. Wir müssen ihm zuvorkommen. Infiltrieren Sie das Versteck, lokalisieren Sie die Fracht und bergen Sie die Proben, bevor die Agenten der Verschwörung es tun. Dum, dum, dum. Okay, machen wir. So. Da hinten müssen wir hin. Da sind auch direkt Kameras drin. Hier drüben haben wir Kameras. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Eine Kaserne irgendwas? Ein Gefängnis? Da sind auf jeden Fall Laserbarrieren, die wir ausschalten müssen. Das ist so ein Lagerhaus, haben sie gesagt. Ne? Ah, hier der vordere Teil ist also vielleicht sogar noch frei zugänglich. An welcher Ecke wir da starten, ist eigentlich total egal, glaube ich. Hier oben können wir die Laserschranken ausschalten.
Da gibt es ein paar Dokumente, da müssen wir halt nur hinkommen. Hier übers Dach könnte man einsteigen. Wenn ich sehen würde, wie man dort hinaufgelangt. Oder man rückt übers Dach vor, nachdem man halt hier ins Gebäude rein ist und dann die Treppe nach oben gefunden hat. Geht's denn hier hoch, Leute? Wäh? Ich glaube, ich bin gerade komplett planlos und blind. Ist ja echt keine Leiter und nichts. Muss man da übers Dach hin? Ich meine, das Obergebäude muss doch einen regulären Zugang haben. Das obere Stockwerk hier. Da kommt man echt nur übers Dach hin, glaube ich. Das ist ja mal super strange. Ich bin echt blind. Oder man kann halt hier über diese Paletten hochklettern. Ja, das können wir mal ausprobieren auf jeden Fall, aber ich wäre schon dafür, dass es hier einen offiziellen Zugang gibt. Hier genau das Gleiche, ne? Hier gibt es echt keine Treppe nach oben. Hallo? Haben die Treppen? Ach, hier ist eine Treppe. Ja, und da muss man ja echt übers Dach tappeln. Ihr seid ja lustig. Ja, wir werden hier drüben starten, denke ich. Und... ja, von Osten werden wir schauen und spähen. Osten ist hier. Cargo looks like, just that it's here. That's a lot of activity. I don't like that. Then keep your eyes peeled for danger. Something's off. I can feel it in my gut. Pee your pants if you have to, but I'm getting this cargo. Okay, cool. Nicht in die Hose machen, bitte. Es gibt 5 und 3. Das sollten wir alles finden, denke ich. Hier liegen eine Menge Koffer rum und Computer gibt es hier. Also die Dokumente sind, glaube ich, alle hier drüben irgendwie. Ah, hier ist noch eine Treppe. Da ist die Treppe. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da mit dem Spotter reißen können. Ob wir da was reißen können. Hier ist keine Sperrzone im Vorraum. Da steht allerdings auch ein Bobby. Hier könnten wir durchs Fenster reinschneiden. Und wenn wir denn so inkliniert wären, dann müssen wir halt nur gucken, ob hier oben irgendwas los ist. Da gibt es eine Kamera, aber ansonsten alles cool eigentlich. Ja, finden wir beim nächsten Mal raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.